Wir haben im Ausland gedreht, wir haben in Aserbaidschan gedreht und am Ende noch in Georgien 2 Wochen. Und ja, das war sehr spannend. In Aserbaidschan sind wir auf heftigen Widerstand eigentlich gestoßen. Und zwar, weil das Motiv, was wir gedreht haben, ist in einem Gebiet, das muss man sich so vorstellen, ein Gleisbett, wo viele Gleise zusammentreffen. Und da sind in dem Gleisbett, haben sich Leute einfach Häuser reingebaut. Und zwar richtig eine kleine Wohnsiedlung, eine Stadt ist da entstanden. Und der Regierung ist das aber ein Dorn im Auge. Die möchten nicht gerne, dass man hier im Fernsehen oder so darüber negativ berichtet. Und deswegen hatten die das Gefühl, das soll man nicht zeigen, das soll man nicht sehen und auch keine Vision und keine Vorstellung dafür, dass das eigentlich ein tolles Motiv ist und ein spannender Film, der gar nichts mit Aserbaidschan in dem Sinne überhaupt zu tun hat. Und deswegen gab es da richtig Ärger. Also Veit wollte gern dort drehen und hat eine Drehgenehmigung erbeten und versucht, eine zu bekommen. Hat er aber nicht bekommen und hat gesagt, aber der Film, der muss gemacht werden und der muss auch dort gemacht werden. Und dann haben wir das gemacht. Und da gab es halt ständig Einsatz. Da kam Polizei und wollte, dass wir weggehen. Der Produzent hat Angst bekommen. Und dann war es so, dass die Behörde, nämlich die Zensurbehörde, das auch mitbekommen hat und wollte dann unser Material einsehen, um zu entscheiden, was damit passiert und ob wir da das, also Veit hat es dann nochmal halt versucht. Und dann haben die sich wirklich, Veit hatte so einen schönen Zusammenschnitt gemacht. Das ist hier das, was wir da vorhaben. Und die Zensurbehörde hat sich aber das gesamte Material dann angeguckt und haben dann entschieden, das unterstützen wir nicht. Weswegen wir dann schlussendlich immer weiter weggegangen sind von diesem Gebiet, um nicht ganz so aufzufallen, und dann innen gedreht haben und dann doch wieder draußen. Das war mir ein bisschen mulmig, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, weil ich bin in der DDR aufgewachsen, zumindest die ersten Jahre, und dann mit 6 nach Westberlin gekommen und weiß so ein bisschen um die politischen Verhältnisse in einem ehemals kommunistischen und damals halt noch kommunistischen Land. Das ist nicht unbedingt lustig. Nach dieser ganzen Zensurgeschichte hat die Behörde auch noch entschieden, dass wir natürlich überhaupt keine Eisenbahn benutzen dürfen, bei einem Film, der Eisenbahn als Hauptspielfahrzeug hat. Wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Wir sind tatsächlich auf den fahrenden Zug teilweise aufgesprungen, um diese POV überhaupt hinzubekommen. Oder haben einen Lokführer kurz gebeten, ob er uns aufnimmt. Das wurde natürlich dann immer mehr publik und die wussten alle Bescheid. Da ist wieder dieses verrückte Filmteam. Lasst die bloß nicht rein. Und wir hatten wahnsinniges Glück, weil unsere Co-Produzentin oder Service-Produzentin heißt es eigentlich, in Georgien, die hatten einen unfassbar guten Draht und Georgien ist eh ganz anders. Also da war ich total glücklich. Als wir nach Georgien kamen, war alles anders. Wir hatten also tatsächlich bis dahin überhaupt keine Züge gedreht, außer vielleicht mal von außen. Und die natürlich sowieso einfach durchgefahren sind. Aber wir hatten die ganzen Hauptaufnahmen mit Mickey im Zug und mit Denis im Zug, hatten wir alle noch nicht gedreht. Und da war der Film eigentlich auch auf der Kippe. Und dieser Zug zum Glück fährt von Aserbaidschan nach Georgien, beziehungsweise von Georgien nach Aserbaidschan. Es ist also derselbe Zug. Und in Georgien saßen wir dann alle, weiß ich noch, war ich auch mit, bei der Eisenbahnbehörde. Und irgendwie haben wir die überzeugt. Und die haben dann gesagt, na klar, ihr könnt unsere Züge haben, umsonst. Und wir sperren hier mal einen Abschnitt. Und so, da haben wir dann wirklich, also das war die Belohnung für die eher härteren Arbeiten in Aserbaidschan. Als ich das Drehbuch gelesen habe, war für mich auf jeden Fall das Format ganz klar. Das muss man anamorphotisch erzählen und weit, eben um auch diese Einsamkeit von ihm darstellen zu können und viel Platz zu lassen neben der Hauptfigur, Distanz zu schaffen. Und davon musste ich Veit dann erstmal überzeugen, weil der hat mit anamorphotisch beziehungsweise mit dem Format hatte der so eine negative Erfahrung bei einem seiner ersten Filme. Und da er ja auch Verleiher ist, wollte er
nicht, genau, das war eigentlich so sein Hauptargument, nicht zwei Formate als Endformate abzuliefern, nämlich in 16 zu 9 unten anamorphotisch, und ich konnte ihn dann da gewinnen, dass das funktioniert. Was dort vorhanden war an Technik, war sehr wenig, und wir haben getestet, aber was sehr schön war, war die Wahl der Linsen. Wir konnten dort einen alten Satz Anamorphoten von Lomus aus Russland erfinden. Und das war angeblich, also scheint wohl zu stimmen, der Satz, mit dem Tarkovsky Solaris gedreht hat. Und das waren drei Objektive, und ich hatte vorher einen anderen Satz Lomus getestet, den ein anderer Serviceproduzent dort hatte, und die waren richtiger Schrott. Und als ich die Linsen in die Kamera gesetzt habe und die ersten Tests gemacht habe, habe ich gedacht, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist wirklich eine Magie, die da drin steckt, die sich da übertragen hat. Es gab so eine Referenz, das war so ein alter Film, den hatte Veit auf einem Monitor abgefilmt vom Flug, erst so einem seiner ersten Flüge von Baku zurück. Und hat es mir gezeigt und gesagt, guck mal, das sieht doch super aus hier. Das war halt so mit seinem Handy abgefilmt, und so ein alter 50-Jahre-Film. Der hatte aber eben auch so ausgewaschene Farben, und den haben wir tatsächlich dann genommen und getestet und geguckt, ob das wie wir das hinkriegen, dass wir das so uns so gestalten können, dass es so eine verzauberte, moderne, aber auch zeitlose Welt, die wir da erschaffen können. Ich kenne Veit schon länger, eigentlich so seit den Anfängen meiner Filmschule. Da sind wir schon mal aufeinander gekommen und sind befreundet geblieben in der ganzen Zeit. Und er hat mich angefragt für einen Kinderfilm, den haben wir dann zusammen gemacht, Quatsch und die Nasenbärbande. Und das war eine super Zusammenarbeit. Und dann hatte er mich für seinen nächsten Film eben auch gefragt. Und ich war natürlich begeistert. Also ein Film, wo es keine Sprache gibt, wo die Bildsprache und die Sprache der Darsteller den Film erzählen. Das wollte ich unbedingt machen. Wir haben vorbereitet, ich glaube, 3 Monate. Wir sind natürlich erstmal zu den ganzen Motiven gefahren, nachdem wir uns besprochen haben, und haben relativ schnell alle Motive angeguckt, das war schon eine ganze Woche natürlich, und haben uns dann an die Auflösung gesetzt. Er hatte schon ein Storyboard mal entwickelt, und das haben wir dann überarbeitet. Und genau, und dann sind wir in die Testphase gegangen, dann, wie wir den Look erzeugen. Tatsächlich ist das Motiv unglaublich inspirierend gewesen, das muss ich schon sagen. Und die Türme wollte ich natürlich überhaupt nichts Modernes reinnehmen in den Film, am liebsten. Die Türme sind, glaube ich, tatsächlich der Stimmung zum Opfer gefallen, weil da eben die Sonne so schön reinscheint und das so ein schöner Moment ist. Und eigentlich dachte ich, Veit nimmt die dann am Ende raus in der Post. Ich finde sie aber auch gar nicht so schlimm. Passt schon. Das Märchenhafte ist tatsächlich im Drehbuch mit und auch das andere Motiv in den Bergen. Das ist, also wenn man dorthin kommt, das ist wirklich so eine andere Welt. Da verliebt man sich richtig in diese, man braucht nichts anderes, außer dort zu sein, in den Fluss, der da durchfließt. Das war eigentlich jeden Tag so, dass es aufregend und man ständig was Neues, und dort ist was langgelaufen, da muss man hin und das drehen. Also wir waren eigentlich immer bereit und mussten die Gegebenheiten ständig ändern, weil auf einmal ist ein Zug gekommen. Zug! Und dann sind wir los und haben mit der Kamera schnell das, und dann den Micky, stell dich schnell dahin mit den Sachen, weil das konnte man ja nicht planen. Und das war irre.